Diesmal trifft es zwei grünen Politiker, Claudia Roth und Cem Özdemir. Morddrohungen per E-Mail, mal wieder. Man wolle Özdemir gratulieren, heißt es darin zynisch. Sie haben es nun auf unsere Todesliste geschafft. Und weiter, zurzeit sind wir am Planen, wie und wann wir sie hinrichten werden. Mutmaßlicher Absender der Mails, der deutsche Ableger der Atomwaffendivision, einer Neonazi-Terrortruppe aus den USA, die dort für 5 Morde verantwortlich sein soll. Die deutsche Gruppierung hat das Innenministerium offenbar seit Sommer 2018 schon auf dem Schirm. Also die deutschen Sicherheitsbehörden verfolgen die Aktivitäten dieser sogenannten Atomwaffendivision sehr aufmerksam und intensiv. Die Drohungen lösen heute parteiübergreifend Empörung aus und Aufrufe zu handeln. Wir brauchen einen klaren Konsens, dass wir das ablehnen. Das heißt aber auch nicht nur den polizeilichen Schutz von Politikern, sondern im Vorfeld agieren. Wir dürfen dieser Entwicklung nicht mehr zuschauen. Und es ist natürlich jetzt eine besondere Verantwortung, auch in den sozialen Netzwerken. Rechte Hetze im Netz. Vor einer Woche hatte die Bundesregierung dazu bereits ein Maßnahmenpaket beschlossen. Darin vorgesehen eine Meldepflicht für Dienste wie Facebook, vor allem bei Morddrohungen und Volksverhetzung. Drohmails, wie im aktuellen Fall, sind bereits strafbar. Doch auch hier denkt die Justizministerin über eine Verschärfung nach. Wenn festgestellt wird, dass irgendwo eine Lücke besteht und deswegen nicht verfolgt werden kann, dann muss der Rechtsstaat handeln. Es geht darum, dass Menschen mundtot gemacht werden sollen, die sich einsetzen. Und das werden wir auf keinen Fall zulassen. Eine Meldepflicht oder höhere Strafen umsetzen ließe sich das nur mit entsprechend viel Personal in der Justiz, was die Grünen heute erneut fordern. Wir müssen zudem eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft aufbauen, die zuständig ist vor allen Dingen für Hasskriminalität, für rechtsextreme Hetze. Cem Özdemir und Claudia Roth wollten sich heute nicht äußern. Özdemir postete am Wochenende ein Bild auf Twitter, wie er gerade zahlreiche Strafanzeigen wegen Beleidigung unterschreibe.